Finde ich, andere Gründe gibt es nicht. Ich habe ja schon ein gewisses Alter und treibe regelmäßig Sport. Ich kann die Jugendlichen nicht verstehen. Die Medien und Fernsehen dürfte eigentlich kein Hinderungsgrund sein. Das Primäre ist, dass ich gesund lebe, auch gesund Sport treibe. Da wird mich Fernsehen nicht dran hindern. Vielleicht, weil sie es zu wenig vorgemacht kriegen von den Eltern. Sicherlich auch, man ist gut abgelenkt. Andererseits gibt es bei den Smartphones auch wunderbare Sport-Apps. Mittlerweile kann man Puls und Laufwege und so weiter alles berechnen. Nee, das teils, teils. Ein Teil, ja, dass sie eben viel am Computer halt sitzen und die Zeit damit verbringen und träge dadurch werden. Internet jeden Tag, vom die Jungen ist nicht gut. Smartphone, immer mit Smartphone, ganze Tage. Ja, guck Internet, ist nicht gut. Besser die Aktivität sportiv. Aktivität, Sport, ja, ist besser vom Computer. Vom die Kopf. Ich mache viel Sport. Ich trainiere in einem Studio in Ludweiler, dreimal in Woche. Und geht alles raus, du machst Sport. Und Internet, nie gut. Der andere Teil, das motiviert sie eben weniger dazu, dass sie halt viel rumgammeln, bummeln und nicht da vielleicht dazu animiert werden von den richtigen Stellen. Ne? Ich kann es nicht erkennen, dass sie weniger Sport treiben. Die alten Römer haben schon über die Jugend geschimpft und gesagt, sie treibt zu wenig Sport. Das ist heute genauso. Das wird auch in Zukunft so sein. Ich denke, das ist ausgeglichen.